Deshalb, also. Nee. Nee. Und Kuru, ja, ich möchte Krabox im Team behalten. Auch wenn ich weiß, dass er sich erst sehr spät entwickelt. So. Ein Eindringling. Ich werde dich zermalmen, kostet es, was es wolle. Ja, ich weiß, dass ich auf Pony wahrscheinlich erstmal wieder trainieren darf. Das war auch in meinem Sonne-Playthrough so. Das war in meinem Mond-Let's Play so. Ich kenne das schon. Ich kenne das schon. Ja, Level 40. Für Level 40 ist mein aktuelles Level vollkommen ausreichend. Natürlich, ey, Mistviech. Meinst du was anderes? Okay. Fabian so stark, oder was? Oh. So, mal ein Trank für Krabbox. Meine boxende Krabbe. Denn, ja, wollte gerade sagen, da kommt eh wieder ein Schaufler. Und dann kann ich jetzt noch mal mit einem weiteren Steigerungshieb raufhauen. Bam. Voll auf die Nasen. Auf alle drei gleichzeitig nämlich. In Tukanon, ja, super. Super, da kann ich doch eh nicht drin bleiben. So, Tukanon. Voltwechsel. Solltest du nicht aushalten, deine spezielle Verteidigung ist nicht so gut. Ich habe mich geirrt. I stand corrected again. Okay. Kein Ding. Joa. Gibt Schlimmeres. Ruckzuckieb. Und der reicht natürlich nicht. Egal. Nochmal ein Kreideschrei. Gibt, wie gesagt, Schlimmeres. So. Geht doch. Was war was denn? Was da das wenn? Das war das wenn? Kann ich mir meinen richtigen Satz bilden? Ich dachte im ersten Moment tatsächlich, das ist ein Tippfehler. Aber das wäre ein Tippfehler im ersten Satz. Dann habe ich festgestellt, nee, der zweite Satz sieht genauso beschissen aus. Das kann kein Tippfehler mehr sein. Okay. Ja, komm. So. Super Trank für 9 KP. Weil ich es kann. Ein Punkt ist ein richtiger Tippfehler, wo du gelacht hast. Okay, ich freue mich drauf. Mein Auftrag lautet, alle Trainer zu verjagen, die auftauchen. Ist ja schön für dich. Dann versuch doch mal, mich zu verjagen. Ich lass mich nicht verjagen. Bin gekommen, um zu bleiben. Für ein perfekter Fleck. Crapbox. Oh mal hier, der Kecleon, ey. Steigerungshieb. Ja, Farbwechsel, bla. Ahnung. Ja gut, danke, dass du auf den Typ normal zurückgehst. Und tschüss. Soll mich nicht stören. Soll mich absolut nicht stören. Bis aua.
Kuru, das ist jetzt so ein normal Pokémon, vor dem ich Angst habe. Egal. Egal. Ich habe ein plus 2 Krabox. Komm. Falls es schneller ist, was es nicht ist, sehr schön. Wollte gerade sagen, dann halte ich das sicherlich aus und ich krieg's natürlich nicht gewone-hitted. Der sollte eigentlich nicht abgelaufen sein, Mega Farmer. Aber ich kann da gerne gleich mal nachschauen. So parallel. Weil, warum nicht? So, das kriegen wir hier auch alle parallel noch mit hin. So, Ladungsstoß. Das klingt doch mal interessant. Ladungsstoß war 80, ne? Ja, genau. Voltwechsel ist 70. Jo, tschüss, Voltwechsel. Ich hab dich auch nur genutzt, weil ich keine andere gute spezielle Elektroattacke hatte. So. Dann gucken wir doch mal. Du bist eindeutig zu stark. Denken die in der Chefetage wirklich, könnte jemand wie dich verjagen? Wahrscheinlich nicht. Du solltest mich wahrscheinlich auch gar nicht wirklich verjagen, sondern eher so aufhalten, also ein bisschen verzögern. Wäre jetzt meine Idee. Okay. Einen ganz kleinen Moment, Einladungen. Ah, schön, dass die Einladung, dass auf meinem, dass hier zwar eine Discord-Einladung noch existiert, aber ohne Einladungscode. Ja gut, dann muss ich den gerade nochmal neu setzen. So. Mal ablaufen, genau. So. Ah, Moment, der Einladungscode wird nicht angezeigt. Ja, gut. Sekunde. Schau nur gerade, dass der auch wirklich funktioniert. Ja, der funktioniert. Dann setze ich die Weiterleitung nochmal schnell. So. Jetzt sollte er auf jeden Fall funktionieren. Ja, Radfratz mit Fokusgurt, Notsituation und Ruckzuckhieb. Hm? Fear. Fucking evil annoying rodent. Oder halt, Focus Sash, Endeavor, Quick Attack, Rattata. Dieses dumme Mistding. Dieses dumme Mistding, ey. Naja. So. Weiter im Text. Wir machen weiter. Muss ich irgendwas heilen? Nicht wirklich. Aber ich kann mal Froyal nach vorne setzen. Was gerade levelmäßig am niedrigsten ist. So. Egal wer du bist, ich zerquetsche dich. Und wenn es mein letztes Hemd kostet. Das will ich gar nicht. Ich will gar nicht, dass es dein letztes Hemd kostet. Das ist irgendwie widerlich. Du bist zu alt. Also im Vergleich zu mir. Naja. Ein Arbok. Ich habe ein Pflanzen-Pokémon vorne. Merkt da was? Mann.
Ja, komm. Gehen wir auf X-Bad und Aero-Assen das weg. Aero-Assen. Weil wir es können. Oder so. Hier, friss meinen Luftarsch. In den Aero-Ass. Die Zellverteidigung halbiert, hä? Finde ich nicht gut. Gedrittelt. Geviertelt. Spezialverteidigung auf dem absoluten Minimum. Doof. Doof. Naja. Wechseln wir halt gleich aus und dann gut, ist es gut. Ich erzähle dir jetzt was, was du noch nicht wusstest. Pass auf, in Pokémon kann man Pokémon fangen. Nee. Bist du dir sicher? Hallo Mantidea. Ich nutze meinen Blutsauger, um ein paar KP zu regenerieren, während ich dich kaputt haue. Oh. Wieso hau ich dich gar nicht kaputt? Ja, Mist. Kannst du auch mit Digimon verwechseln? Ich glaube nicht. Das glaube ich dann tatsächlich doch eher nicht. Giftstreich. Ah. Oh, sogar ein Volltreffer. Nice. Nicht, dass es den gebraucht hätte, zwingend, aber hey. Oh nein, dieser Kampf hat mich mein letztes Hemd gekostet. Nein. Jetzt muss ich hier oben ohne rumrennen. Wobei. Ich habe nur mein letztes Hemd verwettet. Nicht mein BH. Den darf ich noch tragen. Das ist gut. Ansonsten wäre dieses Spiel nicht mehr jugendfrei. So, da oben ist noch ein Dienstmitarbeiter-Gedöns. Items sehe ich jetzt erstmal keine rumfliegen. Okay, ja, Fruyal bleibt vorne. Fruyal bleibt vorne. Bleibt vorne, yo. Deine Pokémon tun mir echt leid, Eindringling. Tun sie das? Mir nicht. Ja, hier gibt es irgendwo Toxin. Das habe ich auch noch im Kopf. Ich glaube aber nicht unten bei den Docks, sondern weiter oben. Muss ich aber auch nochmal genauer gucken, wo... Parasect. Ist jetzt auch nichts, was ich mit Fruyal so wirklich gut bekämpfen kann. So, also... Muss ich halt schon wieder auswechseln. Ja, seit der vierten Gen hat sich echt viel verändert, das stimmt wohl. Spiele laufen schnell, zum Beispiel. Aero-Ass. Und man sieht im Kampf die Trainer hinter den Pokémon stehen, finde ich auch sehr geil. Bin ich ein großer Fan von. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber es gibt einfach ein weitaus besseres Feeling direkt mal. So, Mogelbaum, ja, da können wir auf Fruyal zurück. Das darf Fruyal dann machen. Ja, vierte Gen war jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Das große Problem an der vierten Gen ist halt tatsächlich, dass das Spiel so unglaublich langsam ist. Oder die Spiele. Alle. Dauert ewig, bis mal irgendwas passiert. Drift Zeppeli. Ach komm, machen wir mit nach Tara. Beißen wir weg. Bis zur vierten Gen noch alle Pokémon-Spiele für jede Konsole. Wow. Wow. Das kann ich nicht behaupten. Ich habe letztens erst
Battle Revolution für die Wii an GameStop abgetreten, weil ich ein bisschen Kohle brauchte. Na, Schlag, nein! Du fügst mir ein wenig Schaden zu, das ist ja doof! Oh, Nachtara, Level 40! Willkommen im Club! Ich dachte, du hast ja irgendeinen dahergelaufenen Eindringling, aber du hast ganz schön was drauf. Ach was. Ehrlich? Mensch. Das ist ja. Also was ganz Neues. Ein paar Möbel. NPC-Trainer und die merken plötzlich, dass ich was drauf habe. Naja. Oh, da scheint nichts zu liegen. Okay. Hi. Ich muss kämpfen. Alter. Damit die Pokémon hier im Paradies sich sicher fühlen können. Mega Farmer, ja gut. Für die zweite Gen müsste ich jetzt mal gucken. Also erste Gen, um die ein bisschen zu beschleunigen, hätte ich eine Möglichkeit. Nämlich diesen Game Boy Tower von Pokémon Stadium. Bei dem man ja doppelte oder dreifache Geschwindigkeit bekommen kann, wenn man mit den Cups durch ist. Wobei ich da gerade spontan gar nicht mehr weiß, ob es den auch für Stadium 2 gab. Wäre cool, wenn ja. Erstmal Pokémon Go holen. Erstmal Pokémon Go holen. Tja, der Nahkampf war verschwendet, mein Freund. Das tut mir jetzt sehr leid. Und tschüss. X-Bad, auch Level 40. Willkommen im Willkommen im Club. So, das wollte ich sagen. Nee. Nee, dunkle Nebel brauchen wir nicht. Verflixt. Bin wohl einfach nicht stark genug. Ach was. Was eine Erkenntnis, ey. Was eine Erkenntnis. Okay. Ein X-Spezial. Ein sehr spezielles X. Da bin ich voll an dir vorbeigerannt. Oh, doch hier unten am Toxin. Okay. Ich hatte das jetzt eigentlich im Außenbereich vermutet. Naja. Also ich glaube, der kann mich nicht sehen. Keine Ahnung, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Weißt du was, Royal? Geh mal kurz da von der Spitze weg. Dann brauche ich kein Heil-Item für dich. Hi. Ich werde bis zum bitteren Ende kämpfen, um das Aether-Paradies zu verteidigen. Ja, der ist blind. Ich meine, guckt euch mal den Helm an, ne? Das sieht nicht so aus, als könnte man da irgendwie von drinnen durchgucken. Hätte der da so eine, so eine Metallplatte vorne drauf? Warum auch immer. Bedroher, hä? Scheiß Vieh. Schrapphammer. Nix Angriff. Yo, natürlich, Mann. Oh. Ja, ne? Arcani ist ziemlich groß. Das stimmt wohl. Ah, Mist. Ich hab gehofft, dass ich den vielleicht doch überlebe. Tja. Primarine, du bist dran. Schaumserenade. Schnüffler. Okay, warum auch immer. Warum auch immer du jetzt einen Schnüffler einsetzt.
Tschüss, Arcani. Wie stark du bist, so stark wie du bist, ergreifen sich auch die Schurken die Flucht, die den Pokémon Schwierigkeiten bereiten. Keine Ahnung, ergreift ihr die Flucht, denn ihr bereitet den Pokémon ja Schwierigkeiten. Auch wenn ihr was anderes behauptet. So. Hey, na? Wollen wir mal nach oben? Was ist denn los? Anscheinend können Angestellte der Ether Foundation ins Untergeschoss gelangen. Damit hätte ich rechnen müssen. Uns bleibt keine Wahl, wir müssen nach oben. Ciao.